Städtebau. Städtebau bleibt immer gleich. Okay, irgendwie klingt das Zitat weniger beeindruckend, als wenn man vom Krieg spricht. Aber so passt es einfach viel besser zum Endzeit-Aufbauspiel Endzone A World Apart. Das verfrachtet nämlich altbewährten Städtebau der Marke Anno in die Fallout-typische Postapokalypse. Noch treffender ist es aber, Endzone als ein Endzeit-Banished zu bezeichnen. Auch wenn der Indie-Überraschungshit längst nicht so bekannt wie die Anno-Serie ist. Der Einfluss dieses fast schon wegweisenden Ein-Mann-Projekts von 2014 ist in Endzone an jeder Ecke spürbar. Vom Spielprinzip über die Bürgerverwaltung bis zum Simulationsanspruch finden sich zahlreiche Elemente aus Banished wieder. Doch bevor wir ins Detail gehen, hier noch ein paar Hintergründe zu Endzone. Das Spiel besetzt mit der Aufbaustrategie nämlich nicht nur ein vor allem in Deutschland sehr beliebtes Genre, sondern wird auch hier entwickelt. Das Entwicklerteam heißt Gentlemad Studios und die haben ihren Sitz in Wiesbaden. Ihr kennt sie vielleicht als die Macher der Wirtschaftssimulation Pizza Connection 3. Mit Endzone haben sie nun ein neues Spiel veröffentlicht, das auf Steam bereits recht positiv aufgenommen wird. Fertig ist Endzone aber noch nicht. Das Spiel hat gerade erst vor 3 Wochen seine Closed Beta verlassen und ist als Early Access Version nun für jedermann zugänglich. Regulärer Kostenpunkt 24 Euro. Die Vorgeschichte von Endzone ist schnell erklärt. Nachdem im Jahr 2021 eine Gruppe Terroristen weltweit Dutzende Atomkraftwerke in die Luft jagte, ging unser blauer Planet ziemlich schnell vor die Hunde. Unsere Welt wurde zerstört. Und wir mussten dafür bezahlen. Mit über 100 Jahren ohne Sonne. Wie in Fallout war diese atomare Katastrophe aber nicht das Ende der Menschheit. Die hat sich nämlich kurzerhand in unterirdischen Bunkern vergraben und harrte dort auf Besserung. 150 Jahre später haben die Menschen genug von ihrem Leben unter Tage und kehren an die Oberfläche zurück. Zwischen Häuserruinen errichten sie sich ein neues Reich. Und wir sollen nun für ihr Überleben sorgen. Das klingt schon unter normalen Umständen nach einer gewaltigen Herausforderung. In der Welt von Endzone kommen aber noch lebensfeindliche Umwelteinflüsse wie radioaktiver Regen und todbringende Sandstürme. Allerdings gibt es in Endzone bislang kein vorgegebenes Ziel. Bis auf das Überleben der Siedlung. Und unsere kleine Kolonie kann tatsächlich sehr schnell ein etwas unschönes Ende finden, wenn wir nicht wachsam sind und versuchen, uns so lange wie möglich gegen den Verfall zu wehren. Ganz so wie in Banished eben. Oder auch dem vergleichsweise neuem Frostpunk. Doch während wir uns in Banished vor dem Winter fürchteten und in Frostpunk auch, setzen uns in Endzone in erster Linie lange Trockenperioden oder atomare Naturkatastrophen zu. Nicht selten merkt man zu spät, dass man wohl nicht gut vorbereitet war. Dürren trocknen etwa Seen aus und machen damit den Fischfang und vor allem den Gewinn von Wasser schwer bis unmöglich. Wenn wir dann nicht genug Wasser im Tank haben, gibt es quasi keine Rettung mehr. Fies sind auch die teilweise unvorhersehbaren Sandstürme. Dadurch werden nicht nur Gebäude beschädigt, wir können auch danach eine Zeit lang keine Pflanzen mehr sammeln. Wie auch, ist ja alles mit Sand bedeckt. Wenn die Stürme außerdem giftig werden, werden die Siedler reihenweise krank, arbeiten nicht oder sterben sogar. Momentan ist die Frage in Endzone weniger, ob wir die Apokalypse überleben, sondern wie lange. Es gilt also, sich von der ersten Minute an auf die bevorstehenden Katastrophen vorzubereiten. Den Anfang machen wir dabei von einem einfachen Wohnwagen aus. Zusammen mit 10 Erwachsenen und ihren Kindern geht es frisch ans Werk. Die Zahl unserer Bewohner ist aber keine abstrakte Größe. Jeder Einzelne trägt zum Erfolg unserer postapokalyptischen Kolonie bei, hat aber auch bestimmte Ansprüche, die wir befriedigen sollen. Die gute Mia hier arbeitet etwa den Tag über als Sondiererin und hat daher die unrühmliche, aber wichtige Aufgabe, nützliche Ressourcen wie Stoff oder Plastik von gewöhnlichem Schrott zu trennen. Gleichzeitig freut sich Mia, dass sie abends mit Freunden an einem Lagerfeuer sitzen konnte. Ist aber auch ein wenig bedrückt, denn sie kann aufgrund ihres hohen Alters keine Kinder mehr bekommen. Solche individuellen Details erinnern auch ein bisschen an RimWorld. Die Bewohner werden einzeln simuliert, haben feste Arbeitsstellen und wohnen in ihren eigenen Häusern. Wir können also mit dem bloßen Auge erkennen, wo Laufwege vielleicht zu lang werden oder unnötige Umwege entstehen. Die Produktionsketten halten sich in Sachen Komplexität eher zurück. Mehr als 3 Stationen muss ein Endprodukt selten durchlaufen. Die Komplexität entsteht dadurch, dass wir mit unseren Fachkräften haushalten. Jeder Einzelne muss händisch von uns eine Aufgabe zugeteilt bekommen. Und wenn an einer Stelle mal Mangel herrscht, müssen wir wohl oder übel
auch mal auf weniger wichtige Aufgaben verzichten. Was bringt uns noch eine Schule samt Lehrer, wenn gerade die ganze Kolonie verdurstet? Die Verpflegung hat immer Vorrang. Gerade Wasser kann schneller verbraucht sein, als einem lieb ist. Deshalb gibt es für die Beschaffung von Essen und Trinken sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die wir alle ausschöpfen sollten. Wasser bekommen wir auf gleich drei unterschiedliche Wege. Am einfachsten ist es, wenn wir Siedler zum Wasserholen verdonnern. Die pendeln dann den ganzen Tag von einem Steg am See zum Wassersilo und zurück. Das braucht aber nun mal viele Siedler. Wenn wir zusätzlich aber noch einen Regenspeicher aufstellen, fangen wir ganz ohne weiteres Zutun regelmäßig Trinkwasser von oben auf. Dann müssen wir nur darauf achten, dass der Regen nicht so sauer ist, dass unsere Siedler krank davon werden. Als letzte Option gibt es den Brunnen. Der kann nur von einer Person bedient werden, sammelt dafür aber auch während Dürreperioden weiterhin das überlebenswichtige Nass. Beim Essen wiederum legen wir entweder Felder für Kürbisse oder Mais an, Plantagen, auf denen Obstbäume gedeihen, bitten unsere Fischer im See zu angeln, senden unsere Jäger nach Wild aus oder lassen Sammler essbare Beeren und Pilze suchen. Ist die Verpflegung erst einmal gesichert, müssen wir die Siedler mit Schutzkleidung ausstatten. Ansonsten werden die nämlich verseucht. Anfangs reicht dafür noch ein simples Halstuch. Später müssen schon Aktivkohlemasken her oder gleich ein Strahlenanzug. Alles benötigt natürlich immer mehrere unterschiedliche Ressourcen und wird von unseren Siedlern im gefühlten Sekundentakt verschlissen. Die wollen außerdem nicht nur satt und gesund bleiben, sondern auch noch zufrieden? Na gut, da es in der Postapokalypse aber etwas schwer wird, ein Kino oder so etwas hochzuziehen, müssen etwas einfachere Mittel genügen. Den Jungs und Mädels hilft es da moralisch auch schon, wenn sie zumindest einen Friedhof haben und die sterblichen Überreste ihrer Verwandten nicht mehr einfach im Wald verscharrt werden. Siedler, die unzufrieden sind, arbeiten weniger produktiv. Anstatt voller Tatendrang zur Arbeit zu marschieren, schleppen sie sich dann deutlich langsamer von A nach B. Außerdem sinkt bei desillusionierten Siedlern der Drang danach, sich zu vermehren. Wahrscheinlich wollen sie in eine so kaputte Welt dann einfach keine Kinder mehr setzen. Aber was leisten die Belger auch schon? Die arbeiten ja gar nicht, sondern fressen uns nur die Haare vom Kopf. Keine Kinder ist aber auch schlecht. Wachstum ist wichtig. Ist ja immer noch ein Aufbauspiel. Außerdem altern unsere Siedler permanent. Wenn wir keine Räumlichkeiten schaffen, in denen die Siedler mal dazu animiert werden, die Hosen runterzulassen, dann haben wir bald nur noch ein Dorf voller unfruchtbarer Rentner vor uns und können im Prinzip dicht machen. Gefährlich wird es auch, wenn uns die Ressourcen irgendwann ausgehen sollten. Wälder können wir zwar aufforsten, aber Schrott aus der Umgebung ist irgendwann weg. Wir müssen also expandieren und damit auch unsere Siedlung vergrößern, damit die Laufwege nicht zu lang werden. Dabei helfen die Expeditionen, die erst vor kurzem mit einem etwas größeren Update eingeführt wurden. Im Expeditionsposten bilden wir Aufklärer aus, die wir in Ruinen schicken können. So erfahren wir, ob sich die Strukturen aus vergangener Zeit vielleicht noch plündern lassen. Sollte das der Fall sein, stellen wir eine Expedition zusammen. Das erinnert ein wenig an die Expedition aus Anno 1800, da wir ebenfalls je nach Ruine andere Gegenstände mitgeben und Siedler mit besonderen Fähigkeiten auswählen sollten. Insgesamt gibt es 12 verschiedene Ruinentypen unterschiedlicher Größe. Hier haben wir unsere Truppen etwa in ein altes Krankenhaus geschickt. Wenn unsere Expedition ihr Ziel erreicht hat, erleben wir eine kleine Erkundungsgeschichte. Die Truppen berichten, was sie finden können, und wir sagen ihnen, ob sie weiter vorstoßen sollten. Wenn alles klappt, gewinnen wir so seltene Ressourcen oder sogar neues Saatgut, mit dem wir etwa in einer Taverne dann auch beispielsweise Bier brauen können. So, jetzt haben wir aber wirklich alles. Essen, Trinken, Schutzkleidung, Bier. Was kann da noch schiefgehen? Eine Menge. Egal, für wie sicher ihr euch haltet, die Gefahr, durch Umweltkatastrophen getroffen zu werden, ist immens hoch. Mit jeder Saison, die verstreicht, wird die Herausforderung größer. Und das ist auch ein wenig die Krux an Endzone im aktuellen Early Access-Zustand. Es kann unter Umständen recht frustrieren, wenn die Arbeit mehrerer Stunden schließlich zunichte gemacht wird, weil sich die Wirtschaft nicht mehr erholt und alles den Bach runtergeht. Das Spiel bietet noch zu wenige Möglichkeiten, solche Situationen auszugleichen, ohne sofort in der Sackgasse zu landen. Dieser Frust entsteht zum Teil auch daraus, dass Anson seine Mechaniken derzeit noch recht spärlich erklärt. Am Anfang ist es etwa sehr schwer einzuschätzen, wie viel Wasser man vor einer Dürre eigentlich sichern sollte. Und auch, wie viele Leute am besten einer Aufgabe zugeteilt werden, lässt sich kaum abschätzen. Das macht zum Teil zwar auch den Reiz von Aufbau-Survival aus, in Spielen wie Banished oder Frostpunk hatten wir aber sehr viel schneller eine konkrete Vorstellung davon, was wir eigentlich machen müssen. In Endzone baut man erstmal ein wenig ziellos drauf los und wird dann schließlich von einem Sturm zur Aufgabe gezwungen.
Hier müssen die Entwickler also auf jeden Fall noch nachbessern. Aber wie schon gesagt, Endzone ist ja auch gerade erst in den Early Access gestartet. Da können Probleme bei der Balance oder ärgerliche bis tödliche Bugs schon mal vorkommen. Wichtig ist aber, dass die Entwickler weiter dranbleiben. Und das haben sie bislang auch sehr gewissenhaft getan. Etwa ein Jahr soll Endzone noch im Early Access bleiben und währenddessen werden nicht nur Fehler bereinigt, sondern auch neue Features eingebaut. Der Expeditionsposten war da erst der Anfang. Im Laufe der nächsten Wochen sind noch Szenarien geplant. Die könnten besonders Spieler ansprechen, die keinen Spaß am reinen Überleben haben. In diesen separaten Szenarien gibt es dann klar definierte Ziele, auf die ihr hinarbeiten könnt. Auch das Storytelling wird später noch stärker in den Fokus rücken. Gently Mad Studios verspricht neue Nebenmissionen und sogenannte Outlander, also Siedler, die sich unserer Kolonie anschließen wollen. Das kann sich lohnen, birgt aber auch ein Risiko, etwa wenn einer davon eine Krankheit einschleppt, die sich dann verbreitet. Insgesamt können wir uns der positiven Stimmung der ersten Early Access Spieler eigentlich nur anschließen. Endzone ist ein vielversprechendes Aufbauspiel mit ein paar ungewöhnlichen Ideen und Herausforderungen. Wir sind also gespannt, wie sich das fertige Spiel dann in einem Jahr im Test bewähren wird.